Also sexy klingen tut man ganz komischerweise, hört mir genau zu, das gilt für Männer wie für Frauen. Sexy klingen tut man mit, also ich sage euch jetzt die Strategie sexy. Soll ich? Also, Schritt 1. Das mache ich jetzt nonverbal. Sagt euch das was? Also, sexy geht. Versteht ihr den Unterschied? Brauche ich nicht viel sagen, oder? Schritt 2. Also mit anderen Worten, guck mich an. Naja, ich weiß ja nicht einmal, ob du mich meinst, wenn du irgendwas sagst, wenn du wild in der Gegend rumguckst und irgendwas faselst von und ich denke mir, was will sie? Ach so, naja, warum sagt sie das nicht gleich? Ihr lacht, aber vermutlich, weil ihr Alltagssituationen so genau erkennt. Guckt euren Gegenüber an und haltet den Augenkontakt. Was natürlich, um deine Frage jetzt ein bisschen zu beantworten, manchmal gar nicht so einfach ist. Und vor allen Dingen, wenn der junge Mann, der diese hübsche junge Dame gerade approached hat und Augenkontakt will, sich aber irgendwie in seiner Haut nicht so ganz wohl fühlt, wenn dem dauernd die Augen irgendwie mit so Bleigewichten nach unten zieht und er immer so kommt, so, hallo. Hallo. Ich finde dich ganz toll. Ihr kennt das, oder? Naja. Und dann denke ich mir, du arme Sau. Vor allem, ich amüsiere mich ja manchmal so. Und dann kommen die, also ihr Seminarteilnehmer, ich hätte mal eine Frage. Wer hätte da mal eine Frage? Guckt es mich halt an und lächelt es mich an. Geht es mir viel besser, sage ich selbstverständlich. Ich mag gerne gute Gefühle. Ich mag gerne ein Lächeln und ich mag es gerne auch sehen und wissen, wenn mich jemand meint. Das ist schon mal viel wert. Und jetzt sind wir noch gar nicht bei der semantischen Dichte. Und dann könnte man ja, wenn ich Sprache in einer Art und Weise verändern, dass man genau verstanden wird, ne? Hm? Ich bin kurz los, oder? Ich muss gleich nicht. Also. Schaut mal. Was passiert, Frauen, wenn du gerade mit einer schlanken Linie zufrieden bist und du hast ein großes Stück Sahnetorte? Und du nimmst ein Gäbelchen von dieser Sahnetorte, also sprich die halbe Torte. Also die Damen unter uns, für die ein fettes Stück Obstkuchen mit Sahne Fruchtkuchen auf Diät ist. Schön, dass ihr so herzlich über eure kleinen Schwächen lachen könnt. Also, nächster Schritt, das Gäbelchen ist gefüllt und dann? Genau, die Sahne kleckert, weil ihr das Maul nicht aufkriegt. Herrn, die große Bockwurst mit Ketchup. So geht's euch. Also man müsste ja tatsächlich den Mund öffnen können, damit man etwas zu sich nehmen kann, um satt zu werden, oder? Also, Leute, das sind Grundprinzipien im NLP. Alles das, was du brauchst, ist schon in dir. Die Bockwurst noch nicht. Aber, die Fähigkeit, die Bockwurst in dich reinzukriegen, ist schon in dir. Also ich spreche von vorne. Dazu, und auch was das Stück Torte betrifft, weiß ich ganz einfach, wenn sich dieses Ding eurem Mund nähert, macht ihr den Mund auf, Punkt. Das könnt ihr und kennt ihr alle. Wieso dann eigentlich nicht, wenn ihr normal redet? Hä? Ich habe keine Ahnung, wie ihr das anstellt,
dass dieser Gummi, der eure Zähne zusammenklebt, in dem Augenblick, wo ihr auf jemanden zugeht und sagt, was soll das? Ich weiß auch nicht, wie das geht. Es ist sowieso schon schwer, zu lachen und die Zähne zu zeigen und dann, Und sag mal ein A mit geschlossenen Zähnen, Wir sind immer noch nicht bei der semantischen Dichte, wir sind bei den sogenannten oder sprachlichen Grundvoraussetzungen. Also und probiert das mal aus, um eine deutliche Sprache sprechen zu können, müsst ihr in der Lage sein, nicht nur den Mund zu öffnen, sondern auch tatsächlich in einer geeigneten Art und Weise zu bewegen. La la la. Ihr lacht, wir sind jetzt beim Trainerstrack, echt? Hey, da geht's erst einmal los. Wie kann man semantische Dichte lernen? Mach mal. Ja, die eine Hälfte kann's und die andere Hälfte macht... Also es soll manchmal helfen, nicht nur den Mund aufzumachen, sondern auch tatsächlich die Lippe zu entspannen. So kann man nicht so viel sagen. Schön, dass ihr lacht. Ich mache euch einfach den ganzen Hintergrund anders plausibel, sage ich jetzt einmal. Also sollte es dann mal soweit sein, dass du jemanden anguckst, dass du den Mund aufzumachen lernst und dass du tatsächlich in der geeigneten Sprachgeschwindigkeit. Wo kommt das denn her? Worte aus deinem Mund herauskriegst. Könnten sich ja für dich zwei Aufgabenstellungen ergeben. Erstens, wie mache ich das, dass das gut klingt? Und zweitens, wie mache ich das, dass mir andere Leute zuhören? Richtig? Dass es gut klingt, macht Mann, Frau, damit, dass man den Worten einen Teil ihrer eigentlichen Bedeutung analog, also ohne irgendwas zu machen, dazugibt. Kurz. Lang, hoch, tief, schnell, langsam. Rat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 , macht das Maschinengewehr. Zäh und langsam fließt der Brei aus der Dose. Ich übertreibe natürlich. Versteht ihr, was ich meine? Das und die Sprachmodulation, Downwards Inflection. Und schon, aber jetzt haben wir natürlich eine ganze Strategie aneinander geklatscht, verstehst du? Jetzt, da müsste man ja oder Frau tatsächlich eine ganze Menge üben. Und kennt ihr dieses eherne Gesetz von Stimulus und Response? Wisst ihr, was das ist? Ursache und Wirkung? Das ist eine gefährliche Geschichte. Ich habe mir sagen lassen, wenn man als Frau oder als Mann sowas, was ich euch jetzt gerade so praktisch implizit ein bisschen beigebracht habe, im Leben anwendet, ändert sich gar nichts. Von wegen. Stellt euch mal vor, ihr würdet immer lächelnd, immer wohlformuliert, immer ohne es und ohne hü. Also die semantische Dichte ist jener Anteil in der Sprache, jener analoge Anteil in der Sprache, also der nicht auf Inhalt sich bezieht, der den einzelnen Wörtern, der Satzmodulation und dem Ende oder Anfang eine Wohlform einen Inhalt gibt, der im Content auch ist. Also wenn ich das Wort kurz sage, kann ich sagen kurz. Wenn ich es aber in der semantisch richtigen Dichte spreche, dann sage ich kurz. Und wenn ich das mit jedem Wort mache, bekommt meine Sprache eine semantische Dichte.